Hallo und herzlich willkommen zurück zu Plane Mechanica Simulator. Ja, hier ist wieder eure Pizzi. Ich nehme heute mal wieder drei Folgen auf. Momentan wird es zeitlich sehr, sehr knapp bei mir. Das heißt, es kann auch sein, dass nächste Woche ein, zwei oder sogar drei Folgen ausfallen. Ich kann es nicht garantieren, ob ich das alles packe oder auch nicht. Wie gesagt, aber jetzt hier zum Spiel. Wir machen mal hier weiter, wo wir geblieben sind. Und zwar fliege alle Einschusslöcher und betanke das Flugzeug. Okay, das sollten wir eigentlich hinkriegen ohne Probleme. In der letzten Folge haben wir eins hier schon repariert. Erst muss ich ihn hier aufreißen, bevor wir hier fliegen können. Schon cool gemacht. Vor allem einfach. So. Da war es schon ein Einschussloch. Loch. Stimmt. Also den Flieger haben wir, da oben sehe ich mal keins. Da ist auch keins. Da haben wir noch eins. Dann tun wir das mal. Abreißen und neu drauf machen. Okay, das war ja dann schon easy. Und dann machen wir noch unsere Lieblingsarbeit, unser Flugzeug betanken. Hoch die Leiter. Was ich beim Betanken etwas dumm finde, ist, ich würde am liebsten die Leiter auf die andere Seite stellen, hätte dafür, sage ich mal, das Auto nebendran stehen, so damit ich von der Seite her betanken kann, was wesentlich einfacher ist, als die Leiter hier vorne versuchen irgendwie hin und dann hier so per Pixel das Ganze einzustecken. Klar ist schon eine Hilfe da, ne? Aber ja, ich finde es nicht gerade besonders gut. So, dann wieder hoch, dann den Stutzen nehmen, den Stutzen machen, hier hin und unser Dieter fährt wieder nach Hause. So, dann machen wir die Leiter mal wieder aus Seite. Dieter fährt, schaut Dieter, wir haben die bei Einflusslöcher drei repariert und das Flugzeug getankt und damit sind wir auch schon wieder ja, komme ich schon hier unten dran? Na klar, komme ich schon hier unten dran. So, jetzt sind wir aber fertig. So, haben wir gepflegt, haben betankt. Perfekte Arbeit und bald sind wir Level 1 oder Level 2, ich weiß es nicht. Und ich bin gespannt, was da an neuen Flugzeugen dann später dabei kommt, weil momentan machen wir die alten Doppeldecker. Inspiziere das gesamte Flugzeug, fülle Öl nach und betanke das Flugzeug. Dann inspizieren wir. So, gucken wir gerade mal einen Öltank, einen Benzintank. Können wir nicht, aber Tankdinge können wir kontrollieren. Ja. Ich würde auch am liebsten also müssen wir schon mal Reifen wechseln. Hier oben die Abdeckung. Ja, dann holen wir das. Den Propeller, die Abdeckung, dann hier unten das rechte Federbein, das ist auch kaputt, dann machen wir das linke Federbein, auch kaputt, der Reifen ist noch in Ordnung. Gucken erstmal hier die Seite hinten, die Spur hatten wir, ne? Die war in Ordnung. Ja, die war gelb. Jetzt haben wir schon mal die Federbeine, die wir tauschen müssen. Das ist auch noch in Ordnung. Das
Ist auch noch in Ordnung. Ist auch noch in Ordnung. Ist auch noch in Ordnung. Jetzt fixiere das ganze Flugzeug, ne? Also. Gehört für mich auch dabei, den kompletten Motor zu zerlegen wieder mal. Wenn wir schon eigentlich hier gerade aufhaben, ne? Können wir gerade Öl nachfüllen. Zerlegen. Da haben wir nämlich das Öl, haben wir schon, und der Ölablass ist ja auch geil. Zu viel Öl läuft einfach raus. Da freut sich die Umwelt. Da hat sich noch keiner über die Umwelt Gedanken gemacht. So. Joa, trocken gelaufen, würde ich sagen. Also verbrennt der Motor schon mal Öl. So, Öl ist erledigt. Hin. So, andere Seite. Motor haben wir auf. Und dann ab in Spectator-Modus. So, guck mal, Vergaser. Ist okay. Treibstoff. Filter ist fertig. Ist auch fertig. Einlass ist noch okay. Auspuff ist auch noch okay. Zündkabel gucken wir auch noch. Okay, im Spectator-Modus, wenn ich hier hingucke, kann ich mir den Ölstand anzeigen lassen. Interessant. Okay, und man sieht ihn besser wie beim Betanken. Okay. Ja. Das haben wir. Das gute Stück müssen wir noch gucken. Okay. Den brauchen wir schon mal aus. Das sind ja nur zwei Schrauben. Haben wir. So, Öl haben wir. Endpunkt haben wir, wie gesagt, fertig. Dann packen wir das auch mal auf und dann schauen wir nachher nochmal die Hälfte der Teile vergessen. Deswegen. Fangen wir da schon mal an, die kaputten Teile zu demontieren. Ich bin halt genug in der Luft. Ich benutze hier immer die Escape-Taste, weil ich das aus anderen Simulationsspielen gewohnt bin. Okay. Hallo? Okay. Komisch. Das ist echt komisch. Wieso kann ich unsere Federbeine demontieren? So. Aha, jetzt geht's. Okay. So. Und das Ganze noch ab. Das gute Stück können wir wieder montieren. So, schon mal das mal vergessen. Ich kenne mich doch. Siehst du, hier war schon wieder die Escape-Taste. So. Die kommt auch mal noch runter. So. Dann. Mal auch mal runter.
Und was die Stöße hier unten an. Die kontrollieren wir natürlich auch schön mit. Aha, das ist schon das nächste kaputte Teil. Dann bauen wir das auch mal aus. Da können wir nachher nichts mehr vergessen. Spectator-Modus, Ventil sind noch okay. Ist auch noch okay. Ist auch noch okay. Ist auch noch okay. So, dann. Machen wir mal hier gemütlich weiter. Ach ja, auf der anderen Seite die. Das Kabel kann man auch mal demontieren. So, dann. Dann jetzt hier die natürlich gehen die Ventile nach oben weg. Finde den Fehler. Okay. So, dann Spectator Kolben. Noch gelb. Irgendwie ist das Spiel gerade ein bisschen verbuggt, kann das sein? Okay. Ich will jetzt hier den Kopf nicht ausbauen. Okay, machen wir erstmal hier weiter. Das ist schon ein bisschen komisch. Machen wir hier mal den Mist ab. Irgendwie will das Spiel gerade nicht so. So. Muss auch runter. Holen wir hier noch eines runter. Bei denen ein Nass. Motorabdeckung. Vielleicht hängt es auch an der. Das war. Jo, ne? Okay. So, näher ran und dann kontrollieren wir hier das nochmal. Und den Halter. Gentil. Abflugschutz ist auch nicht erlaubt.
Ich würde sagen, ein Anzeigefehler. Ah je, jetzt habe ich mich schon verschluckt. So, ich will hier ein bisschen raus, damit ich die Kolbenringe kontrollieren kann. Okay. Kolbenstange. Die Nockenwelle ist auch gelb. Schon echt interessant. Was ich noch machen kann, ist den Propeller drehen. Meist, wenn der oben ist, müsste der andere unten sein. Muss theoretisch der Zylinder unten sein. Ja. Nope. Ich finde das echt komisch. Mal weiter bis. Zum Arbeitstag oben. Wow, da ist noch eine Dichtung. Geht hier. Oh, noch alles, alles schön. Wir sind ja ran, ja, also. Ja, sind schon wieder 20 Minuten dabei. Wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich sag mal, wenn das Video euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, nach oben, nach unten. Kommentiert, ich würde mich freuen. Bis denne, eure PC. Ciao, ciao.